Riese, ich wette, du bist richtig gut. Verstecken und Jagen ist ein echtes Kriegerspiel. Gut, dass ihr es spielt. Spiel doch mit. Die hier sind leicht zu finden, aber du bestimmt nicht. Los, versteck dich mit den anderen. Wenn ich gezählt habe, jage ich euch wieder, mächtige Fenriswolf. Alle verstecken sich, während ich zähle. Und wenn ich fertig bin, suche ich euch. Los, versteckt euch, aber bleibt im Dorf. Außerhalb vom Dorf gilt nicht. Hier bin ich schon. Aber für dich ist auch noch Platz. Eine Wolfsnase nimmt eine Fährte auf. Hab dich, Krümel! Mann, du hast geguckt, oder? Ha! Nichts entkommt der mächtigen Nase des Fenriswolfs. Wird hungrig. Lebt wohl, Kinder. Spielt schön und haltet euch warm. Ein Kriegerspiel. In diesen Zeiten müssen selbst Kinder vor zweibeinigen Wölfen fliehen. Verstecken und jagen, macht euch bereit. Kommt schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
Ich wäre in der, das wäre Mutter Seelen ablass vom Kuswine. Ich wäre ein Weger Drecker. Vor dem Abfinden eine liedliche Seon ut in der Urdartree. Und um Finder Timbeer machen. Verstecken und jagen, macht euch bereit. Verstecken und jagen. Spiel doch mit. Los, versteck dich mit den anderen. Wenn ich alle verstecken sich, während ich zähle. Und wenn ich fertig bin, suche ich euch. Los, versteckt euch. Aber bleibt im Dorf. Außerhalb vom Dorf gilt nicht. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Norvik, es müssen harte Zeiten sein. Zeig mir, was vor uns liegt. Hallo. Bist du schon? Schade. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich muss leider aufbrechen. Dunkle Zeiten. Ihr kümmert euch um eure Schafe, um eure Kühe. Aber ihr seht die Schurken nicht, die sich euch nähern. Was kann ich dir heute anbieten? Ah, schön. Danach habe ich gesucht. Bis zum nächsten Mal. Nun muss ich gehen. Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn, Halfdan schickt dich. Wer du auch bist, ich will wissen, warum kein König auf dem Thron von East Anglia sitzt. Weil der entsprechende Mann noch nicht vermählt ist. Sobald er heiratet, hat East Anglia seinen König. Viel mehr aber auch nicht. Welcher Mann? Weißt du, Fremde, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Ethelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat? Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen.
Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmarde? Ach, Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist, als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Ich höre, Eivor braucht Männer. Dann bei Odin braucht Eivor mich. Wenn es soweit ist, werde ich bereitstehen. Na, wenn das mal nicht Eivor vom Rabenclan ist. Woher kennst du mich? Leute reden. Über Eivor die Dänin, da hörte ich viel. Sie sei feige, ein Hund und ein Aas. Du kannst sicher sehr gut mit der Axt um dich hauen. Aber sprechen wohl nicht. Ich vergaß. Du wirst dich noch wundern. Lass uns streiten. Oh, ich will deinen Einsatz sehen. Hier ist mein Silber. Fang an. Man sagt, Eivor ist langsam und stumpf wie ein Troll. Die du sprichst, sind wohl närrisch und hegen einen Groll. Sieh an. Nicht schlecht. Man sagt, du... bist feige und scheust jede Schlacht.
Wer das sagt, spricht nur Lügen. Ich strotze vor Macht. Spannend. Sehr spannend. Ich habe Stimmen gehört, du wärst einfach beschränkt. Ich bin einfach zu klug, deshalb sind sie gekränkt. Da hattest du doch nur Glück. Sowas, welch eine Überraschung. Eivor vom Rabenclan ist ein echtes Redetalent. Glaub nicht jedes Wort. Es sei denn, mein Spottstreiten wird gelobt. Das entspricht immer der Wahrheit. Nimm diese Münze. Fortan werde ich nur noch Gutes über dich zu berichten wissen. Passende Federn für einen Königsmord. Fass diesen Thron nicht an! Er wurde von einem Priester gesegnet, wie auch die Pfeile. Diese Pfeile sind prächtig. Wirklich wunderbar. Für einen Königsmord. Diese Pfeile sind prächtig. Wirklich wunderbar. Ich glaube, das Pferd kann dich nicht hören. Dieses Pferd kann gar nichts hören. Wie macht er... wie hat Vater das immer gemacht? Das Pferd kommt immer, wenn er es ruft. Vater konnte gut Pferde herbeirufen. Wirklich. Ich werde in seine Fußstapfen treten. Ich, Asta, die große Beschwörerin, rufe dich an, mein holdes Ross Skinfaxi. Sachte, Große. Dein Pferd ist etwas aufgeregt, aber in Sicherheit. Ich, Asta, die große Beschwörerin, erste ihres Namens, danke dir. Beschwör nächstes Mal eine Brücke. Wenn Vater noch leben würde, wäre er stolz auf mich. Oder, Skinfuxi? Moment, wie habe ich dich vorhin genannt? Vielleicht hat das Pferd jetzt ein besseres Leben. Du kleine Ratte!
Komm zurück mit meinem Pferd! Dass du hergekommen bist, Eivor. Es gibt spannende Aufträge heute. Wir suchen immer nach Hilfe, also komm jederzeit vorbei. Sühnen, leite mich. Wie die Wölfe, sie mordeten und brandschatzten auf dem Weg. Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Brüts Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön ein Heim sein eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Rüds Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame. Versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin... Wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll.
Ein König muss einen strengeren Ton anschlagen, wenn sein Reich gestört wird. Noch bin ich kein König, also höre ich zu, bevor ich entscheide, welchen Ton ich anschlage. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Bist du Oswald? Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in East Engla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf wartet ihr noch? Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Langsam. Irgendwas ist hier im Busch. Halt! Dort vorne ist Rauch. Das ist Betelea. Womöglich dieselben Männer, die die Mauern von Norwig angriffen. Bleib hier. Ich sehe nach. Hier sollte ich vorsichtig sein. Er wird sicher davon erfahren, wo ich selbst bei ihm bin. Das sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören.
Rüds Clan. Sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr Biss als jetzt gerade und sie beginnen vielleicht dich zu mögen. Ja, verzeih. Ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Das werde ich gern tun. Sag mir, wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Ein florierendes Städtchen. Dieser Oswald hat sich gut eingerichtet. Oswald, wo ist dieses Festmahl, das du mir versprochen hast? Eivor, du bist gekommen. Das Mahl wird bald aufgetischt, jedoch fürchte ich, du bist zu früh. Meine Versprochene und ihre Familie sind noch nicht bereit. Diese Versprochene, Oswald, wer ist sie? Liebst du sie? Oder geht es um Politik? Sie heißt Valdis. Und heutzutage heiraten die Menschen nicht aus Liebe, Eivor. Es handelt sich um eine Übereinkunft zugunsten Estenglas. Sie stammt aus einer dänischen Familie, deren militärische Macht nicht zu unterschätzen ist. Doch ihre Brüder verfolgen eigene Motive. Wieso siehst du dich nicht ein wenig um und kommst später wieder? Das Essen wird dich nicht enttäuschen. Oh, eine Dänin. Denen kann man nicht trauen. Sei barmherzig, wie Christus es befiehlt. Lords, Ladies, heute ist ein Tag des Friedens und der Brüderlichkeit. Ich rief euch nach Elmenham, um meine Dankbarkeit und meine Großzügigkeit zu zeigen. Finn, der Statthalter. Auf die Ehrengäste, Brodir und Broder. Und auf meine zukünftige Braut, Valdis.
Du darfst unsere Schwester pflügen, weil Halfdan es so befiehlt. Aber uns beide nimmst du nicht mit ins Bett. Bruder, das ist... Der letzte Sachsenkönig, den wir unterstützten, war nicht halb so weich wie du. Und wir haben 150 Mann verloren. Nur um seinen Arsch zu retten. Oh, dir. Wenn ihr so sein wollt, muss ich euch bitten zu gehen. In meinem Haus lasse ich mich nicht beleidigen. Bist du deswegen hier? Um diesen Tarn zu unterstützen, der nach Ziegenscheiße und Schafskötteln stinkt? Verzeih, hast du etwas gesagt? Langweilig dich, Wolfsmann. Ich bin zum Schutz meines Clans hier. Wenn ich dafür dem König helfen, seinen Thron sichern muss, dann ist es so. Es wäre sicherer, den Thron zu krönen. Der ist sehr viel weniger hölzern als der da. Wir wären sicherer, wenn ihr die Eier hättet, euch gegen Rüds Clan zu wehren. Aber ihr zwei Hübschen habt gemeinsam nicht mal ein Ei. Hüte deine Zunge, Wolfsmann, sonst schneide ich sie dir aus dem Gesicht. Oh. So leicht verwundet von Worten. Stell dir vor, welchen Schaden meine Axt anrichten würde. An deinem schlaffen Selbstbild. Mein schlaffes Wasch. Bitte hört auf. Richtig gehört. Das reicht! Sie kannte uns schlaff. Weich, schwach, zart. Es ist lächerlich, absurd. Werde ich sicher nicht zur Königin. Wie zu Hause. Gut, alten Zeit. Wieder so viel Elan hätte. So regeln wir solche Sachen in East Anglia nicht. Bruder, hört auf, sonst krieg ich euch beiden in den Arsch. Beruhigt euch! Thank you.
Aufhören! Allesamt, das war genug Spaß für heute. So herausfordernd, wie man es von Oswalds Freunden erwarten kann. Du bist schwach, Schafhirte. Daran ändert auch deine nordische Freundin nichts. Ohne König geht's uns besser. Nun gut, das war's also. Ich gebe mich lieber meinen Träumen hin als einer Gasthausschlägerei. Was für eine Verschwendung von Zeit und Met. Diese Brüder unterstützen mich und meinen Anspruch nie. Der Tanz beginnt gerade erst, Oswald. Ruh dich aus. Du wirst deine Kräfte brauchen. Und wir sehen uns morgen früh? Ich schätze, wir haben viel zu besprechen. Ich finde schon einen Schlafplatz. Und Eivor, wenn du mir in dieser verfahrenen Lage helfen kannst, hast du einen starken Verbündeten in Eastengla. Das verspreche ich. Anscheinend ist Oswald schon wach. Ich sollte mit ihm sprechen. Räum das Langhaus auf und mach meine Brüder wach mit dem kältesten Wasser, das du findest. Eivor, schön dich zu sehen. Ah, guten Morgen, Frühaufsteherin. Du schuftest wie ein Trell, doch vom Feiern verstehst du nichts. Schlechte Voraussetzungen für einen König. Nein, wohl wahr. Ich finde Trost in handwerklichen Arbeiten. So etwas sollte man als König nicht zugeben, schätze ich. Die Brüder haben dich beim Abendessen beschämt. Es ist deine Pflicht, darauf zu reagieren. Belasse es nicht dabei. Ach, ein unbedeutender Wortwechsel mit Streithähnen. Eher antworte ich auf das Muhen einer Kuh als auf diese Beleidigungen. Ich habe eine Hochzeit zu planen und ein Königreich zu retten. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Sie haben deine Gastfreundschaft missbraucht, Oswald. Wo ich herkomme, ist das unverzeihlich. Sieh an! Hier ist also der schlammverschmierte Sachse, der meine Geduld prüft. Ah, Statthalter Finn. Ja, beim Abendessen machte ich keine gute Figur. Doch sei unbesorgt, ich werde die Dänen schon noch überzeugen. Du beanspruchst den Thron, doch du erntest nur Hohn. Wär Lord Halfdan jetzt hier, hättest du längst deinen Lohn. Er rief, Finn, guter Mann, schick den Wurm in den Grund. Viel Gebell und Gejaul, hier kommt Finn, unser Hund. Doch er beißt nicht. Er hat keine Zähne im Mund. Was war denn das? Ein Spottstreit, Oswald. Ein Wortgefecht mit Reim und Versmaß. Versuch es selbst. Antworte ihm. Niemals führst du ein Heer, du alberner Wicht. Gut gebrüllt von dem Mann, der mit Worten nur ficht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er ist hässlich wie ein Reifriese. Wenn er angibt, mach dich über sein Aussehen lustig. Ich komme aus dem Norden. Der Schnee ist mein Vetter. Dein Gesicht kommt mir vor wie... Vermoderte Blätter. Oh ja, das ist sehr gut. Wie vermoderte Blätter. Er markiert den starken Mann, doch tief im Innern ist er ein ängstlicher Knabe. Wenn er angibt, greif seine Männlichkeit an. Ich ritt Stürme und Winde. Du würdest gleich fliehen. Doch der Wind, den du meinst... Weht dir zwischen den Knien. Weht dir zwischen den... Oh, du meinst Fürze. Er hat den Scharfsinn eines Moorhuhns. Beleidigt er dich, lass ihn dumm dastehen. Meine Axt wird dich spalten, Hund. Dein Weib wird nicht froh.
Doch dein Hirn schwimmt in Met und dein... Kopf ist voll Stroh. Stroh? Kopf ist voll Stroh. Oswald, mein Junge, ohne deinen Raben bist du verloren. Er eignet sich nicht für den Thron. Viel zu weich und zu zahm. Na los, lass dir das nicht bieten. Lästere über seine Größe. Als Däne so winzig, wie es wohl dazu kam, weil die Mutter im Vollrauschen Zwerg zu sich nahm. Gut gesprochen. Bevor Schwerter klirren und Blut fließt, vernichten wir unsere Feinde mit wohlgezielten Worten. Du kannst mit Worten umgehen, das lasse ich dir. Doch wie lange wird diese silberne Zunge gegen eine eiserne Axt bestehen? Finden wir es heraus, Finn. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Das meinst du nicht ernst, Oswald. Ein Kampf, um einen Streit zu klären, nicht wahr? Ein Holmgang. Ein Kampf bis zum Tod. Ja. Dann reden wir lieber. Zu spät. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Aber ein Kampf gegen Finn wäre kaum der Rede wert. Du kämpfst gegen mich. Moment, das ist... Allerdings will ich nicht dabei gesehen werden, wie ich einen Sachsen in Elmenham töte. Es gibt ein hübsches Eiland, flussabwärts nahe Seeheng. Das Wasser wird das Blut fortspülen. Bereite das Feld vor und wir treffen dich dort. Ich hoffe, du bist bereit. Das muss ich wohl sein. Gib mir nur einen Moment, um mich zu sammeln. Lass uns nicht zu lange warten, das wäre eines Königs nicht würdig. Ich stieß auf diese uralten Pfähle mit Teaheim, mein heiliges Zeichen zu setzen und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Schutzwall gegen Eindringlinge. Bitte, o Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermag.
Rangler achtsam und sei vorsichtig mit dem zukünftigen König. Er ist der Einzige, der die Krone noch beanspruchen kann. Könige werden gemacht, nicht geboren. Lass uns sehen, was wir aus Oswald machen können. Erledigt. Du hast nicht verlernt, wie man ein Feld einhaselt. Ich mag schon viele Sommer in East Anglia sein, doch bleibe ich immer Däne. Müssen wir das tun, Eivor? Stärke und Mut sind immer von Vorteil, Oswald. Du wirst beides brauchen, sollen die Dänen dich als ihren König annehmen. Wahre Stärke erwächst aus Entschlossenheit, Eivor. Sie spricht zu uns, eine strenge innere Stimme. Von sprechenden Eingeweiden habe ich nie gehört. Aber eine flinke Axt brächte sie schnell zum Schweigen. Sei vorbereitet. Warte, du bist unbewaffnet. Wo ist deine Entschlossenheit, Herr? Hör auf zu jammern und greif an. Wir schmieden dich noch zum König. War das zu hart? Das war ein guter Schlag. Weiter so. Nicht zurückhalten. Den hast du gespürt. Noch stehe ich. Schwer zu glauben, dass er bald ist, nicht wahr? Du erwartest von den Dänen, diesem Schmerbauch zu folgen? Noch atme ich, oder? Zeig mir, was du kannst, Sachse. Ich kämpfe mit dir. Los, Begeisterung, König! So wirst du niemals König. Ist dies das Beste, was East Anglia zu bieten hat? Ja, und ich werde es beweisen. Na komm, kämpfe! Bring es zu Ende, Eivor! Das Zusehen schmerzt! Eivor siegt! Doch du hast uns etwas bewiesen, Oswald. Bleib liegen, Oswald. Das genügt. Ich werde nicht liegen bleiben. Du hast tapfer gekämpft. Nicht sehr geschickt, aber mit Kampfgeist. Und Mut. Wehre dich immer mit allem, was du hast. Selbst wenn du dreckig kämpfst. Selbst wenn du die Regeln brechen musst. Denn es gibt keine Regeln. Nicht, wenn du dich einer Herausforderung stellst. Darin liegt die Ehre. Nicht im Sieg, sondern darin, den Kampf nicht zu scheuen. Eine kleine Rangelei stimmt die Brüder nicht um. Oswald muss endlich handeln, Missstände ausräumen, sich gegen Rüd und seine Männer wehren. Die Plünderer, die Betelea angriffen, haben ein Lager am Ufer. Je eher wir sie beseitigen, desto besser. Das würde deinen Ruf enorm verbessern. Und wenn du Kriegsbeute mitbringst, als Geschenk für die Brüder, stünden sie in deiner Schuld. Dann wetze deine Klinge, Oswald. Eivor, deine Schiffsmannschaft wäre eine große Hilfe bei dem Angriff. Sich gegen Brüds Clan zu erheben. Wir sind ein Reich der Bauern und Händler. Selbst Bauern und Händler können kämpfen, wenn sie den richtigen Anführer haben. Ich hoffe, dein Glaube an Schweinehirten ist nicht unbegründet, Eivor. Es gibt viel zu tun, ja. Aber wir werden uns erheben und uns Brüds Clan stellen. Gott wird dafür sorgen. Das tun wir auch nicht.
Jetzt noch die Versprengten töten. Gefangene geben. Haltet die Augen offen. Wenn ich welche sehe, gebe ich Bescheid. Das ist doch schön. Was gefunden? Hier ist eine Kiste voller Hacksilber. Mehr als genug, dass alle zufrieden sind. Dann bringen wir sie zum Schiff. Ein hart erkämpfter Sieg. Der erste von vielen, Oswald. Bist du gewillt, weiterzumachen? Dies ist mein Geschenk an die Brüder. Beim Reichtum in Elmenham würden ihnen die Augen übergehen. Doch als Zeichen meiner Entschlossenheit ist dies hier viel wertvoller. Ein guter Anfang. Bring alle Schätze, die du findest, nach Norwik. Lass dann die Brüder rufen. Wir treffen uns dort.
Ein Andenken an unsere erschlagenen Feinde. Was wollt ihr? Kein schlachterprobter Däne würde diesem Schmalzklumpen jemals in den Kampf folgen. Es ist mir gleich, wie viele Schilde er mir bringt. Du lehnst meine Geschenke also ab, Bruder? Ich habe keine Zeit für sowas. Das ist ein großzügiges Angebot, Bruder. Es wäre dumm, es auszuschlagen. Wenn du ablehnst, wird deine Schande die Namen deiner Söhne und Enkelsöhne beschmutzen. Halt dich da raus, Wolfsmal! Nimm das Geschenk. Wir haben größere Probleme. Gehört er zu Rüd? Ja, er schlich um die äußere Mauer und suchte nach einer Ritze, um ein paar Dutzend Männer einzuschleusen. Wo es einen Speer gibt, gibt es noch mehr. Vielleicht hätte er uns was verraten können, wenn er noch leben würde. Ich ließ gerade Wasser, als er mich überraschte. Es hieß entweder er oder meine Pflugschar. Wo hast du ihn gefunden? Vor der Wallanlage von Norvik, direkt am Ufer. Sie werden nach Zugängen suchen, um eine Horde Plünderer hineinzuschmuggeln. Gott, suche einen anderen Späher. Wir verhören ihn. Ich sehe mich um. Ihr anderen bleibt hier und außer Sicht. Wenn mir jemand verdächtig vorkommt, bringe ich ihn her. Rüds Späher werden ihr Lager bei ihren Booten vor... Einer von ihnen wird reden. Breite deine Flügel aus. Da. Sieht nach einem von Rüds Männern aus. Was tust du denn? Ich bin nur ein Schweinebauer. Dafür bist du aber verdammt gut bewaffnet. Bleib unten, du Wattwurm. Meine Freunde möchten gerne mit dir reden. Lass mich! Ich sagte doch, ich bin ein Kuhhirte. Lass mich gehen! Eben sagtest du noch, du wärst ein Schweinebauer. Das ist auch nicht falsch. Ich habe sehr viele Tiere. Du bist genauso Däne wie ich. Spar dir den Atem, Lügner. Hat Rüd dich geschickt? Sprich, und vielleicht erlebst du den morgigen Tag. Weibisches Schwein. So machst du dir hier keine Freunde. Das war eine tödliche Beleidigung, Junge. Ich würde den Bastard töten.
Gib ihm keine Zeit, das zu wiederholen. Ich frage noch einmal, was hast du an Norwegs Mauern verloren? Ich kam, dir meine Aufwartung zu machen, Herr. Oswald, dem wimmernden Sachsenschwächling von East Engla. Das könnte ich den ganzen Tag tun, du sabbernder Blutsack. Gib mir nur einen Grund. Leck meine Dreckritze. Dies ist die Zunge, mit der ich lecke. Wie fühlt sie sich an, an deinem Arsch? Wenn das Feuer in Dunvik entzündet wird, sammelt Rüd seine Männer. Sie wollen Norwig an der schwächsten Mauer angreifen. Ihr englischen Dänen seid so weich wie Butter. Rüd lässt grüßen, kleine Dame. Er wird dich bald wiedersehen. Das sollte genügen. Nun stirbst du. Das war nicht notwendig. Er hat dich vor allen hier beleidigt. Du hättest ihn selbst niederstrecken sollen. Ich lasse nicht zu, dass in meinem Reich unnötig Blut vergossen wird. Das muss enden. Lebend war der Mann eine Gefahr. Valdis, er sprach so, als kenne er dich. Rüd war mein Ehemann. Dein Ehemann? Du bist bereits vermählt? Ich war es. Wir sind nun 5 Sommer getrennt. Ich hätte nie gedacht, ihn hier zu sehen. Und das wollte ich auch nicht. East Englas Wohlstand hängt von unserer Sicherheit und Einheit ab. Solange Rüds Clan hier herumpoltert, ist beides unmöglich. Ich muss selbst mit ihm sprechen. Von Mann zu Mann. Es gibt keinen Platz für ihn in East Engla. Das muss er von mir hören. Gut. Ich beginne morgen mit der Suche nach einem neuen König. Schön, dich gekannt zu haben, Herr. Rüd frisst deine Lunge zum Abendessen, Oswald. Halte dich fern von ihm. Als würdiger König muss ich den Mann treffen, der uns plagt. Ich entzünde das Feuer in Dunvik und stelle mich ihm, wenn er kommt. Bist du dir sicher? Rüd ungeschützt im Freien zu treffen, birgt viele Gefahren. Es ist der einzige Weg. Wir müssen uns ihm stellen und dürfen nicht weichen. Komm, Oswald. Wir brechen nach Dunvik auf. Und natürlich werde ich euch beide dort ebenfalls sehen. Sonst wird das Lied eurer Feigheit noch über Generationen ertönen. Sicher brecht ihr jeden Moment nach Dunvik auf. Wir werden dort sein, Eivor. Du sprichst nicht für uns, Statthalter. Muss ich euch, Witzbolde, daran erinnern, was Halfdan mit uns anstellen wird, wenn East Engla in Rüds Hände fällt?